ein breiter Index, wie zum Beispiel der S&P 500, um 20% oder mehr fällt und das über einen Zeitraum von 2 Monaten, dann spricht man von einem Bärenmarkt. So ist zumindest die Definition der US-Börsenaufsicht SEC. Warum Bärenmarkt? Das Bild kommt daher, der Bär schlägt mit der Pranke nach unten, deshalb steht es für fallende Kurse im Gegensatz zum Bullenmarkt, weil der Bulle mit den Hörnern nach oben stößt. So, was ist jetzt kennzeichnend für einen Bärenmarkt? Marktteilnehmer sind nervös, wollen raus aus dem Risiko, schichten vielleicht um, weg von Aktien hin zu Anleihen. Und wer halt in risikoreichen Anlageklassen wie Aktien investiert ist, erlebt typischerweise auch Verluste in seinem Portfolio. Da stellt sich jetzt immer die Frage, wie lange muss ich denn sowas aushalten? Ganz schwer zu sagen, denn den typischen Verlauf von dem Bärenmarkt gibt es nicht. In der großen Finanzkrise ab 1929, da hat es über 20 Jahre gedauert, bis die Kurse wieder ihr Vorkrisenhoch erreicht hatten. Und das vergleichen wir mal mit dem Corona-Crash von Anfang 2020. Da hat das Ganze, das runter und wieder hoch, nur 6 Monate gedauert. Also Bärenmärkte sind nicht so ganz berechenbar. Wie geht ihr damit um? Schreibt es uns in die Kommentare.